Den Bootlegger, Beinfalle, Konvolt, Verletzung, Thorax beidseits, links, größer, kein Atemgeräusch, links, Amputation. Vom NFS-Team versorgt worden mit einem Chest-Seal, mit einer Bandage und mit einem Tourniquet. Von mir versorgt mit einem Venflon, einem Orangen, mit einer Infusion, Tetanus zur Schmerztherapie und sofortig Autorat zu euch. Er hat kein A-Problem gehabt, das B-Problem war der Pneumothorax auf der linken Seite, das C-Problem wegen der Amputation, da hat er geblutet, Volumengabe, D war kein Problem, er trübt langsam ein und E kann ich nicht sagen, weiß ich nicht, ist nichts gewesen. War primär mit GCS 14 ansprechbar, starke Schmerzen, Ketanest ist jetzt ruhiggestellt und das war es gewesen. Danke für alles. Okay. Helga, grüß Gott, Sie haben sich verletzt, wir sorgen jetzt für Sie, gell? Es wird gleich besser von den Schmerzen. Vertrauen Sie uns nur, wird alles gut aus. Hallo Helga, ich darf mich auf jeden Fall stellen, Werner ist mein Name, ich bin einer von den besonderen Ärzten hier. Wie geht es mit den Schmerzen? Ziemlich massiv. Von der Atmung her instabil, also ich habe das erste Mal, dass wir die Atmung stabilisieren. Bitte dem Patienten 40 Milligramm Ketanest. Ganz ruhig, ich bin ein bisschen da. Bitte auch noch 10 Milligramm Midazolam aufziehen. Ganz ruhig, Sie kriegen jetzt erst einmal ein Schmerzmittel. Dann beim Oberschenkel bitte schauen, dass der Ferne geht. Recht schnell, danke, machen Sie sehr gut. Bitte noch ein bisschen ein Midazolam, wir geben Ihnen jetzt auch noch Midazolam. Also, wir werden dann eines machen, wenn Ihre Blutung versorgt ist, wenn wir Sie in den künstlichen Tiefschlaf legen. Ich sage Ihnen dann, wann das sein wird. Midazolam kriegen Sie jetzt gleich mal ein bisschen zur Beruhigung. Wir sind da, Herr Ecker, keine Sorge. Midazolam ist der andere. Midazolam, 5 Milligramm. Jawohl, sehr gut. Machen wir bitte, gib ihm 5 Milligramm Midazolam. Jetzt kommt ein bisschen ein Beruhigungsmittel. Jawohl, merken Sie schon etwas? Ist schon etwas besser mit den Schmerzen? Gut. So, dann schauen wir mal eben hier von den Pupillen her. Es ist momentan eben hier mittelweit. Ja, es geht ein bisschen zu, das geht dann ins Berg. Haben Sie hier Schmerzen? Tut das hier weh? Ja, die Augen sind noch offen. Sehr gut. Das Oximeter mal anschließen, bitte. Genau, Andreas, bitte, du hängst noch die Infusion an, eine weitere. Ich hätte jetzt die Gefäßtöne. Bitte eben hier in Volllauf reinschütten, Volllauf lassen, bitte. Reiner, soll ich ein bisschen gehen? Ja, bitteschön, und zwar bitte auf 100 Milligramm Ketanest, 10 Milligramm Midazolam und 100 Milligramm Rocoronium. So, die Blutung steht dann an. Wir brauchen was, er hat die Augen zugemacht, wir brauchen ein bisschen was zum Beatmen. So, schauen wir mal, hier die Atmung ist frei, so ich jetzt Ihnen mal ein bisschen was. Ich halte mal hier die Maske drauf, nicht erschrecken. Wie geht's von Ihnen? Es geht gut. Puls 125. Puls 95. Sehr gut, ich halte trotzdem ein bisschen den Beutel drauf. Ganz ruhig, Herr Ecker, wir werden Sie jetzt dann intubieren. So, haben Sie ab jetzt, wie ist es denn mit der Blutung unten? Die Blutung steht. Vor der Intubation bitte noch ein bisschen. Wir würden jetzt die Blutung legen, ja. Genau. Sie kriegen jetzt noch in hier ein Schläuchlein in den Brustkorb hinein, weil da haben Sie eine schwere Verletzung und die Lunge funktioniert nicht richtig sonst, ja? Und Sie atmen ganz normal weiter, Ecker. Bitte noch aufziehen, Andreas. 1 Gramm Tranexamsäure, bitte schön. Genau, 1 Gramm Tranexamsäure, die bitte in die Infusion machen und die Infusion dazu. Ja. Dann Andreas, schickt Sie den gleich. Anfangen, ja, selbstverständlich. Selbstverständlich, ich würde mir vorher noch die Tranexamsäure geben, aber grundsätzlich können Sie euch schon vorbereiten. Die Frequenz ist ja extrem hoch. Ja. Ich müsste mir erstmal die Thorax-Drainage legen. Ja, bitte, fang mal mit der Thorax-Drainage. Ganz ruhig, also die Sättigung ist noch in Ordnung. Tranexamsäure, genau, 1 Gramm Tranexamsäure bitte rein. Genau, jetzt bekommen Sie die Thorax-Drainage, Herr Ecker. Atmen Sie ganz ruhig weiter. Tranexamsäure als Infusion im Moment? Ist drin, in die Infusion einfach rein, genau. Sättigung ist bei 78, ja, dann müssen wir
Also, die legen jetzt noch die Thorax-Drainage. Dann geht's mit der Atemdruck. 78, bitte ein bisschen mehr beatmen. Gut, sonst geben wir bitte noch einen Wendeltubus. Die medizinische Versorgung des österreichischen Bundesheers im Einsatzfall gliedert sich in vier verschiedenen unterschiedlichen Roles. Das sind Leistungsgruppen. Role 0 wäre ESKH, die erweiterte Selbst- und Kameradenhilfe, die jeder Rekrut und jeder Soldat machen kann. Role 1 wäre die nächste Stufe, das wäre dann in der Runde des Bataillons in einem Zug, Sahnzug, der die Patienten stabilisiert. Role 2 sind Krankenhäuser, die den Patienten chirurgisch stabilisieren können. Und Role 4 wäre dann die Definitivversorgung. Role 3 dazwischen ist ein Zwischending zwischen Role 2 und Role 4, wo vieles gemacht werden kann, aber nicht die Definitivversorgung der Patienten im Einsatzfall. Wir fangen jetzt an mit der Intubation. Sie haben schon ein paar Medikamente eben hier bekommen. Genau, also jetzt hat er schon sehr viel Ketanest gekriegt. Ich würde ihm jetzt noch mehr 80 Milligramm Ketanest geben, 10 Milligramm Midazolam und schließlich eben hier das Procoronium. Ja? Gut, also Edgar, wir werden Sie jetzt intubieren. Andreas, zuerst geben wir bitte das Ketanest, 80 Milligramm bitte. Gibt es den Machtmodus, ja. Da ist noch ein bisschen Ketanest. Genau, also 80 Milligramm Ketanest, ja, genau, nicht rein, also, ja, genau, passt, das Ketanest eben hier ist drin. Dann bitte eben hier 10 Milligramm Midazolam. So, Herr Ecker, gleich geht's in den Schlaf. Ja, selbstverständlich, ich muss Muskelrelaxanz brauchen noch. Das Procoronium bitte noch, 100 Milligramm. Also mal Procoronium. Genau, Spritzen bitte 8 Milliliter, ja, von den 10 gibt es ihm bitte 8. Dann hat er 80 Milligramm, das passt ungefähr zum Körpergewicht. Jawohl, jetzt müsste ich eigentlich eben hier 2 Minuten warten, aber in dem Fall eben hier, glaube ich, können wir jetzt eben hier crashen. Ja. Okay, dann würde ich den Patienten jetzt intubieren, sonst sind 2 Minuten sind verstrichen. Sehe ich das kurz mal auf die Seite. So. Jawohl. So, bitte den Tubus blocken, bitte ein Stethoskop und den Patienten abhören, ich kümmere mich ums Gebeuteln. Jawohl. Jawohl, dann bitte den Patienten, wie ist die Sauerstoffsättigung bitte, wie sind die 78, ist die Sauerstoffsättigung, 3, ist die, ja bitte eben hier dann die Atemmaschine. Der Patient ist als Polytrauma gekommen, in einem instabilen Zustand, das heißt, weder die Atmung war gesichert und er hat immer noch relativ stark geblutet. Und die Aufgabe hier vom Notfallteam war, ihn einfach kreislaufmäßig zu stabilisieren, die Blutung zu stoppen und eine Atemsituation herzubringen, dass keine akute Lebensgefahr besteht. Das heißt, er ist inzwischen, die Lunge ist entlastet worden von dem Blut drinnen. Und er ist intubiert worden und künstlich beatmet. 75, okay. Gut. Jawohl. So, dann können wir die Beatmungsmaschine anschließen. Er wird aufgrund seiner, des Blutverlustes Blutkonserven brauchen und man wird diesen Stumpf natürlich dann auch decken müssen. Das heißt, dass die Wunde, dass nicht mehr ein Stumpf ist mit einem freiliegenden Knochen und Ende und Muskulatur, sondern dass der Stumpf plastisch gedeckt werden kann. Und dann wird er sicher einige Tage eine intensive Betreuung brauchen.